am Nacken. Ja, ich fand es total gut, jetzt mal so eine Abwechslung zu haben, ne? Weil man selber konnte das ja so nicht beibringen aus dem Sportunterricht. Und deswegen, die Kinder waren ja auch begeistert. Ja, ist halt cool, ne? Ich find's auch cool. Mal was anderes außer Fußball. Ja, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Obwohl es 30 Schüler waren, hat es echt super funktioniert. Alle haben mitgemacht, die hatten Spaß. Ich glaube, vor allem die Mädels haben auch gezeigt, dass sie sich halt nicht schüchtern irgendwie hinter den Vorurteilen verstecken müssen, dass sie schwach sind, sondern die haben teilweise viel mehr zugepackt, als jetzt die Jungs, die da voneinander weggelaufen sind. Wir sehen, die Mädels laufen nicht vom Kämpfen weg. Weiter. Es geht nicht um Brutalität, es geht nicht darum, den anderen zu verletzen. Es geht natürlich darum, alles zu geben, aber immer mit Respekt. Und das habe ich ja auch, ich habe auch noch mal erwähnt, dass auch die Körperverfassung keine Rolle spielt, dass man jetzt auch niemanden mobbt, weil er dick ist. Und ich habe auch gesehen, dass selbst jemand, der viel leichter ist, den man sehr schwer von sich runterbekommt. Aber das ist gerade im Schulkontext wichtig, weil das ja auch gerade was so Anti-Mobbing und so angeht, ziemlich viel präventiv macht.